Präsident des Frisbee-Sportverbandes Baden-Württemberg und heimisch hier auch in Bad Rappenau. Peter, wie ist denn der Stand des Landesverbandes Frisbee-Sport in Baden-Württemberg? Also wir sind jetzt so weit, dass wir die Registrierung erhalten haben. Was noch fehlt, ist der Freistellungsbescheid vom Finanzamt, der aber auch demnächst erfolgen soll. Und somit sind wir dann praktisch registriertes Mitglied und können dann Öffentlichkeitsarbeit damit beginnen. Genau, dann geht es in den DFV und dann geht es Richtung Landessportbund. Ja, ja. Wie sieht's aus? Wann können wir vielleicht das erste Mal mit Landesmeisterschaften im Frisbeesport in Baden-Württemberg rechnen? Also ich denke mal, dass dieses Jahr noch nicht viel läuft. Die ganze Organisationsstruktur fehlt noch etwas. Aber Gedankengänge sind da, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg wird im Frühjahr immer die RNT-Rallye gespielt. Da ist natürlich auch ein Mainz dabei. Und der Gedankengang ist schon angedacht, dass wir das vielleicht ummünzen als baden-württembergische Meisterschaft. Dann soll Juniorenturniere stattfinden, Eintagesturniere, damit die Jugendarbeit gefördert wird. Und das sind mal die erste grobe Gedankengänge, kleine Träume, die man erfüllen möchte. Genau, Stichwort Jugendarbeit, da sind wir hier ja ganz vorne mit dabei. In Heilbronn, Großraum, auch Bad Rappenau wurde immer schon viel Jugendarbeit geleistet. Wie schätzt du das momentan ein? Wie ist hier der Stand im Großraum, auch in Baden-Württemberg, auch im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland, die ja nachrücken? Also ich kenne jetzt die ganze Region in Deutschland nicht so, aber man sieht es an den Turnieren, wo man macht, Jugendturniere, da sind doch ziemlich viele Teams aus Baden-Württemberg vertreten und die Großarbeit findet eigentlich im Raum Heilbronn statt. Man sieht auch die Gemrigheim, Bönnigheim, Heilbronn, Bad Rabenau. Das sind auch wichtige Leute wie Marco Müller, wie Holger Beutemüller, Mark Händel, Robin Müller nicht zu vergessen. Und hier sieht man auch an den Trainingstagen, das sind immer 20 bis 30 Jugendliche da, die Frisbee spielen möchten. Also die Zukunft im Heilbronner Rahmen ist auf jeden Fall gesichert, sage ich mal. Aber andere rücken nach. Andere rücken nach. Man hört es und sieht es auch, die zu Turnieren kommen. Die Jugendarbeit schreitet auch woanders voran. Aber verhältnismäßig würde ich sagen, ist in Baden-Württemberg immer noch ein bisschen mehr. Alles klar, da wissen wir, wen wir herausfordern müssen. Vielen Dank. Natürlich. Gerne.